Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Melee. Im letzten Part ging es weiter bei den Missionen, wo wir jetzt schon bis zur Mission 33 gekommen sind. Und heute soll es wiederum weitergehen, hier im Stadion, und zwar mit dem Target-Test, der steuert die Zielscheiben, und dort dann mit der zweiten Hälfte an Charakteren. So, Break the Targets, genau. Denn wir haben es schon mit, von Dr. Mario bis hin zu Ness, glaube ich, geschafft. Und mit den Eisklammern auch schon, genau. Mit Kirby aber dann nicht mehr. Kirby. Und damit wollen wir jetzt dann noch anfangen, dass wir jetzt eben von Kirby bis Roy durchgehen und das mit diesen ganzen Charakteren dann eben auch nochmal hier Break the Targets dann eben schaffen, die ganzen Stages. Das sind übrigens die Farben von Kirby. Sehr schön, genau. Ich habe übrigens gleich beim letzten Mal die Farben von Peach vergessen. Kannst du mal kurz nochmal schnell nachholen. Hier ist nochmal hier Daisy ein bisschen. Dann hier in einem Hochzeitskleid oder sowas, keine Ahnung. Also sehr interessante Farben auf jeden Fall. So, ansonsten durfte ich, glaube ich, an alle Farben gedacht haben. Wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall dann, glaube ich, die meisten von denen gesehen. So, die Stage von Kirby also. Und das sollte eigentlich auch machbar werden, müsste man meinen, weil ich ja mit Kirby 6-mal in der Luft springen kann. Beziehungsweise in der Luft kann ich noch 5-mal springen, aber wenn man den ersten Sprung mitzählt, dann habe ich 6 Sprünge. Wenn man die Rettungsattacke als Sprung zählt, sind sogar quasi 7. So irgendwie, also Kirby kann auf jeden Fall ziemlich häufig in der Luft springen und dürfte so ziemlich überall hinkommen. Die da unten ist wahrscheinlich auch schon die schwierigste, deswegen hole ich mir mal die erst am Ende, würde ich vorschlagen. Und die anderen sind eigentlich alle ziemlich einfach. Also wir können sehen, die Stage von Kirby hier sollte wirklich kein Problem darstellen. So. Was mir gerade übrigens auffällt, diese einen Zielscheiben, die hier in dieser Lücke waren, die hätte man noch ein bisschen eleganter holen können, denn ich hätte hier... Ja, ne, da wollte ich jetzt wieder mal was zeigen und dann bin ich gleich gestorben, das war jetzt natürlich wieder exzellent, aber wenigstens kann ich es dann jetzt nochmal euch besser präsentieren, was ich denn da meinte, denn ich bin wieder mal mit Absicht gestorben, wisst ihr, um euch das dann gleich noch besser zeigen zu können, von was ich da jetzt gerade eben gesprochen habe. Ja, ja, genau, so ist es und nicht anders. So, auf jeden Fall, denn die kann man eigentlich ganz cool mit dem Stein hier holen, weil ich dann nämlich so nach unten gleiten kann dann, genau, und dann muss ich halt wieder hier gucken, dass ich auf der Plattform lande, wenn nicht, kann ich ja im Notfall auch wieder mich dann rechtzeitig wieder zurückverwandeln, das ist ja auch kein Problem. Und die kann man übrigens auch noch mit dem Hammer vielleicht cooler holen. Bam, so genau, kann man nicht beide auf einmal gleich holen. Weil die Hammerattacke von Kirby ist nämlich hier noch stark anders als dann in den späteren Teilen, vor allem als dann in Smash 4. Weil hier macht er eben noch in der Luft, wenn ich den Hammer einsetze, so eine Drehattacke. Und am Boden schlägt er einfach einmal so zu. Ich kann ihn auch nicht aufladen, den Hammer. Ich muss einfach diese eine mal zuschlagen und in der Luft mache ich eben hier so eine Drehattacke. Also funktioniert auf jeden Fall noch anders als dann später. So, und die wollen wir eben, wie gesagt, als letztes holen. So. Yay, sehr gut. Gut. Leider am Anfang ein Fail, aber trotzdem war es ganz in Ordnung. Und das hier ist Samus. Samus, auch mit einer komischen Aussprache, wie ich finde. Und das sind die Farben von Samus. Oder so. Wir nehmen mal die ganz normale Farbe. So. Und mal gucken, wie wir uns hier bei Samus dann so, oder Samus, ich sag lieber Samus, dann so anstellen werden. Ist da unten noch irgendwo eine Plattform in der Nähe? Oder muss ich mir die... Da ist eine, okay. Ah, hier kann ich auch durchlaufen übrigens. Ist das gewollt? Dass wir hier durchlaufen? Ich glaube nicht. Da habe ich mich gerade irgendwie durchgeglitscht. Ich glaube, das kann man eher mit einer Rakete, mit einer Missile holen. Nämlich so wahrscheinlich. Von hier aus, genau. Und die am besten so, würde ich mal schätzen. Ja, die fliegt aber leider nicht weit genug. Ja, ich muss dann... Oh, das war jetzt ein bisschen knapp. ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so dann gewollt war, dass ich die dann... mit der Morphball-Bombe dann da hole. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, deswegen... Das ist alles, was ich hier will. So, wieder zurück nach oben. Und 4 Zielscheiben fehlen noch. Samus kann ja auch hier in den Wand springen, was auch ziemlich cool ist. Deswegen, sie dürfte eigentlich auch hier keine Probleme haben, an die meisten Zielscheiben, auch an höher gelegene, dann eben noch ranzukommen. So, und die letzten sind alle ziemlich einfach eigentlich. Bam. Und die holen wir mal am besten hier ganz, ganz stylisch. Mit dem Charge Beam. Moment. So. Und. Bam. Sehr schön. So, dann haben wir als nächstes Zelda. Zelda. Mit diesen Farben hier. So, wir nehmen wieder mal die Standardfarbe. Und legen auch gleich los. Und auch für Zelda sollte es eigentlich gar kein Problem sein, hier Break the Targets zu schaffen. So. Ja genau, hier ist es übrigens noch nicht so, dass sie an dem Ort, wo sie wieder auftaucht, dass sie dann da Schaden machen kann. Im Gegensatz zu Smash 4 dann zum Beispiel. Aber es geht hier auf jeden Fall noch nicht. Aber sie kann wirklich ziemlich leicht ihre Zielscheiben holen, weil sie eben ihre total coole seitliche Spezialattacke hat, mit der sie halt so ziemlich alle Zielscheiben, egal wo die sind, treffen kann. Deswegen ist das ganz cool. Und da oben ist einfach mal so das Schweifforce sogar mehrfach abgebildet. Das finde ich auch ganz schön. Wir gehen mal kurz hier nach oben am besten. So. Ich habe mich auch übrigens für ein paar Zielscheiben natürlich in Sheik verwandeln können. Schafft es überhaupt, Sheik da nach oben zu kommen? Ja, das schafft Sheik sogar auch. Okay, also hier kommen beide hin. Also ich denke mal schon, dass man hier... Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen. Das war knapp. Ich denke mal schon, dass man hier das komplett sowohl mit Sheik als auch mit Zelda ganz gut abschießen kann. Kann ich ja eigentlich, wenn ich in der Luft die abschieße, nach unten feuern? Ah ne, das geht hier noch gar nicht, weil ich kann nämlich die... Oder kann ich die speichern? Doch, ich kann sie speichern. Wenn ich in der Luft schieße, feuere ich die dann nach unten ab?
Ne, ich glaube auch geradeaus, oder? Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Ich mache einfach mal so. Okay. Einfach nach unten fallen lassen und den Fuß hinhalten oder das Bein, das reicht dann auch schon. Gut, dann haben wir Link mit diesen Farben hier. So, sehr schön. Seine Stage habe ich sogar als Rekord in 17 Sekunden abgeschlossen, aber die ist auch nicht so schwierig. Und er ist eben hier mein Main noch in Melee gewesen, deswegen das sollte kein Problem darstellen. Sollte hier am besten mit Pfeilen treffen. Für die hintere warte ich mal ein bisschen, bis sich dann die Plattform da wegbewegt und wir uns dann einen Weg erschaffen können, nämlich so, und dann eben die treffen können. Okay. So, Wandsprung kannst du ja, glaube ich, nicht, genau. Aber das Coole ist, er kann seinen Enterhaken benutzen, genau, und dann nochmal so einen weiteren Sprung hier in der Luft machen, um dann nochmal an höhere Orte zu gelangen ein bisschen. Das ist auch ziemlich cool, wie ich finde. Und auch eine Mechanik, die es, glaube ich, so in den späteren Teilen auch nicht mehr wirklich gibt, dass man jetzt den Enterhaken oder halt allgemein irgendeinen Griff mit einer hohen Reichweite so gegen eine Wand ausrichtet und dass man dann eventuell nochmal einen weiteren Sprung parat hat. Oder ist es in späteren Teilen auch so? Weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Aber finde ich auf jeden Fall sehr interessant. So, dann haben wir Young Link mit diesen Farben hier. Dürften, glaube ich, so ziemlich dieselben gewesen sein wie auch beim großen Link. Und seine Stage ist wahrscheinlich auch eine der schwierigsten, würde ich sagen. Er muss nämlich hier am Anfang erstmal den Wandsprung schön machen, um hier nach oben zu kommen. Weil eine andere Wahl hat er nämlich hier gar nicht. So. Ja, aufpassen. Ja, und er hat wirklich einige sehr, sehr fiese Zielscheiben, wo ich mir dann auch dann überlegen will, wie ich die dann wirklich gut bekommen will. Können wir bitte treffen? So, besser. Und die da hinten bitte auch noch. So. Okay, gerade so. Hätten wir auch mit einem Pfeil vielleicht machen können, oder? Ne, da ist sogar Bombe besser, weil der Pfeil nicht ganz so weit fliegt. Okay. So, die auf jeden Fall, die ist ziemlich problematisch, die da drin ist. Und die kommen wir uns dann gleich erstmal. Ich hole mir erstmal alle anderen, die noch etwas einfacher sind. So, noch dich. Und auch dich. Okay, das war schön. So, jetzt kriegen wir jetzt dich. Weil ich kann nämlich mit meinen Projektilen auch nicht da... aufpassen. Ich kann nämlich auch mit meinen Projektilen da auch nicht reinschießen in dieses Ding. Und mein Schwert hat auch keine genügend hohe Reichweite, dass ich da einfach hindurchschlagen könnte. Denn ich muss jetzt etwas wirklich ziemlich Fieses machen. Und zwar, ich muss den Bumerang nämlich benutzen. Und zwar hier so nämlich. Genau. Dass nämlich dann der Bumerang beim Rückweg dann wieder da reinfliegt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist, aber ich schätze mal schon. Weil beim Hinweg, sage ich mal, kann ich es nämlich wirklich nicht schaffen, den da rein zu manövrieren. Der wird dann da von der Wand eben abprallen. Beim Rückweg aber kann der Bumerang aus irgendwelchen Gründen eben auch durch Wände hindurch. Und dadurch kann man das dann eben hier schaffen, so die Zielscheibe dann eben zu bekommen. Also echt ziemlich fies, wie ich finde. So. Und hier dann mit einem gezielten Pfeilschuss hindurch. Voll aufgeladen sogar vielleicht. Ja, nicht ganz. Ist übrigens auch ganz cool, dass der junge Link hier Feuerpfeile einfach mal so verschießt. Warum denn nicht? Bam, okay. Und dann noch die da unten. Dürfte aber auch kein Problem sein. Und, yay. Sehr schön. Also auf jeden Fall auch keine einfache Stage von ihm. Gut. Dann als nächstes Pichu mit diesem Farben hier. So, das war das Standard, genau. Ja, und Pichu ist auch ein sehr, sehr interessanter Charakter eben. Und die Stage von ihm ist auch eine der schwierigeren, würde ich sagen. Deswegen mal gucken, wie wir uns dann hier so anstellen werden. Weil wir können halt hier sehen, hier haben wir auch kaum irgendwelche sicheren Plattformen. Alles, ich hole mir erstmal die nicht. Alles bewegt sich irgendwie. Und hier wirklich alle zu bekommen, ist echt nicht so einfach. Okay, taucht wieder auf. So, kriege ich die jetzt noch rechtzeitig? Und kann ich noch retten? Ich hoffe schon. Kann ich noch? Okay, alles klar. Ja, wir können sehen, ich habe schon 13% Schaden genommen. Weil Pichu ist nämlich wirklich deswegen ein sehr interessanter... Kann ich bitte landen? Danke. Ist nämlich wirklich deswegen ein sehr, sehr interessanter Charakter. Kann mal treffen vielleicht, weil er das sich nämlich bei den Elektroattacken immer selber Schaden macht. Und das ist natürlich dann irgendwie kontraproduktiv für einen Charakter. Deswegen finde ich auch, ja, bitte überleben. Nein, warum? Ich war sogar schon auf der Plattform drauf und ich wollte mal so einen Sicherheitsruckzuck-Keep, ist glaube ich seine Spezial nach oben machen, aber ich habe es dann leider verschissen. Ach Mensch, naja. Aber wie gesagt, seine Stage ist auch wirklich nicht einfach, deswegen hier zu failen ist auch keine so große Schande, wie ich finde, weil es echt nicht so easy ist. Aber ja, auf jeden Fall, Pichu ist echt ein sehr, sehr interessanter Charakter, eben allein deswegen, weil Pichu sich selbst immer Schaden zufügt, bei seinen Elektroattacken zumindest. Und das ist schon auf jeden Fall, ja, pass mal auf, das ist schon auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant, auch ein bisschen komisch. Und deswegen mag ich auch Pichu nicht so gerne, weil es sich eben selber Schaden macht, aber naja, was soll es. Dafür ist Pichu wenigstens schön schnell und hat auch schon eigentlich eine halbwegs gute Durchschlagskraft. Also ich meine, wenn jetzt Pichu sich nicht selber immer Schaden, ist übrigens gar nicht einfach hier rumzukommen, wenn Pichu sich nicht immer selber Schaden machen würde, ich mach's ja vielleicht so, genau, dann wäre Pichu schon eigentlich ziemlich cool. Dann wäre Pichu wahrscheinlich sogar, würde ich schon sagen, besser. Na, ich wollte... Das gibt's doch nicht. Ich wollte es cool beenden mit einem Donner. Aber der Donner ist da oben gegen die Decke gekracht. Dann mach ich's halt anders. Dann gleich. Auf jeden Fall, dann wäre Pichu, glaube ich, sogar wirklich, finde ich, besser als Pikachu, weil halt Pichu auch schon schnell ist. Aber dadurch, dass eben Pichu sich immer selber Schaden zufügt, ist dann eben nicht ganz so toll, leider. Naja. Gut, dann haben wir auch gleich Pikachu. Mit diesen Farben hier. So. Hat auch nur vier verschiedene.
Und seine Stage war, glaube ich, auch etwas einfacher. Also deutlich, deutlich einfacher als die von Pichu auf jeden Fall. Weil er hier auch kaum runterfallen kann. Das hier schon mit Donner holen, das hier mit dem Donnerblitz. So, genau, also das hier ist ja, glaube ich, der Donnerblitz von Pikachu. Und die Spezial nach unten ist eben der Donner. Eine ziemlich coole Attacke auf jeden Fall auch. So, und hier ist einfach mal übrigens so ein Pokéball drin. Hier in dieser Plattform, ich weiß nicht wieso, aber ist auf jeden Fall so. Naja, was soll's. So, und auch noch euch. Und zack, kann ich die da oben von hier aus treffen. Ja, nicht ganz, aber ich glaube, ich muss noch eins weiter unten stehen. Hier vielleicht. Genau, jetzt habe ich die da oben einfach so getroffen, haben wir gar nicht sehen können. Aber ist kaputt gegangen, die da unten mit dem Donnerblitz auch einfach. Weil der ja schön an den Mauern so entlang kraxeln kann. Also ziemlich cool. Gut, dann haben wir Pummelhof mit diesen Farben hier. So, Krone sieht auch sehr schön aus. So, und die von Pummelhof war auch nicht so mega einfach. Vor allem die letzten Zielscheiben sind dann etwas schwierig. Aber das kriegen wir schon hin. Und, ja, fuck. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich da nicht zu häufig dagegen crashe. Gegen diese Dinger hier, weil ich dann sehr viel Schaden nehme. Ist auch ganz cool, wenn man dann Pummelhof so ein bisschen ärgern kann. Und hier schon durch die Gegend bouncen lassen kann. So ungefähr, vor allem wenn es immer mehr Schaden wird. Das ist ganz witzig. Aber ich werde jetzt mal dann aufhören, Pummelhof zu quälen. Und gehe einfach hier weiter, würde ich vorschlagen. Ja, würde ich vorschlagen. Ich wollte mich gar nicht mehr treffen lassen. Okay, besser. Sondern hier auch nicht nach unten schieben lassen von diesen Dingern hier. Man kann sich aber, glaube ich, einfach ducken und wird dann nicht erwischt von diesen Plattformen hier. So. Moment, ich warte kurz und ducken. Okay. Sondern jetzt die letzten vier Zielscheiben sind jetzt hier alle in der Luft. Und die jetzt alle zu kriegen ist nicht so ganz einfach, wie gesagt. Also mal gucken. So. Ne? Komm ich noch hoch? Ne? Nein! Nicht mehr ganz. Okay, schade. Ah ja, stimmt, genau, das hätte ich auch besser machen können, weil dann nimmt man nämlich am besten die seitliche Spezialattacke, das habe ich jetzt vergessen, das hätte ich machen sollen gerade eben schon, dann nimmt man am besten die seitliche Spezialattacke, weil man dann dort nämlich nochmal etwas länger in der Luft bleiben kann, und dadurch dann die Zielscheiben relativ leicht eigentlich kriegen sollte, genau. Übrigens hier auch die Rollattacke von ihm ist auch ziemlich cool, hui, aber ich muss aufpassen, weil ansonsten nach unten gedrängt werde, also selbst wenn man hier nach unten gedrängt wird, kann man sich trotzdem noch meistens retten, also die sehen zwar gefährlich aus, diese Dinger hier, die einen nach unten schubsen wollen, aber so gefährlich sind die in Wahrheit gar nicht, deswegen, das kann man eigentlich echt ganz gut hinkriegen, wie ich finde. So. Okay, und jetzt dann gleich will ich es besser machen. So. Zack. Und zack, genau. Ja, das ist viel besser. Zack. Und. Yay, sehr schön. Also immer schön die seitliche Spezialattacke einsetzen und dann kommt man hier wirklich gut rüber. So, dann. Mewtwo. Mit diesen Farben. Auch ziemlich cool. Und seine Stage kennen wir ja sogar schon. Ich spiele sie trotzdem nochmal. Aber seine kennen wir an sich schon, da wir ja schon den Classic-Modus mit ihm durchgespielt haben und dort eben diese Stage hier auch schon haben sehen können. Und es ist eigentlich auch eine relativ einfache Stage, wie ich finde. Vor allem, weil sich Mewtwo echt mega cool in der Luft bewegt, wie ich finde. Weil er halt wirklich total hoch und weit springen kann, weil er eben auch so schön in der Luft ein bisschen gleiten kann, weil er halt kaum irgendwie Gewicht hat, so ungefähr. Ich glaube ja, dass Mewtwo auch eben einer der leichtesten Charaktere sein dürfte. Also auf jeden Fall ist er es in Smash Bros. Wii U. Da ist er einer der leichtesten. Und ich würde mal einfach schätzen, dass es hier auch schon der Fall ist, weil ganz sicher bin ich mir nicht. So, und dann noch die da unten, die ich auch noch haben will. Jetzt mach mal auch wieder stylisch mit dem Spukball, wenn ich den treffe. Das wird gleich wieder katastrophal enden, ich sehe schon. So, und... Bam! Sehr schön. Diesmal ein Treffer, gut. Break the Targets. Dann haben wir... Mr. Game and Watch. Das hat sich immer noch so cool an, finde ich. Mr. Game and Watch mit diesen Farben hier. So, wir nehmen den schwarzen, den ganz normalen. So, genau, und seine Stage ist auch ziemlich, ziemlich cool, denn wir spielen hier gerade in einem Game & Watch, yay. Und das ist übrigens auch die einzige Break the Target Stage, bei der man nicht sterben kann. Ich versuche gerade hier schon verzweifelt quasi nach draußen zu laufen, aber es geht nicht. Also hier zu sterben ist völlig unmöglich, deswegen ist seine Stage wirklich geschenkt. Und es ist auch nur dieser eine Screen hier mit dann den ganzen Zielscheiben, die eben immer mal wieder irgendwo auftauchen und bestimmte Bewegungsmuster ablaufen. Aber ja, so oder so, das ist definitiv keine allzu schwierige Break the Target Stage, aber eine ganz coole von der Idee her, wie ich finde. Hier der Tür müssen wir mal gucken, wann die Zielscheibe wieder auftaucht. Jetzt ist sie zum Beispiel weg. Und weg. Aber da ist sie wieder. Und bam. So, und die letzte ist noch da oben. Ja, die schwirrt immer da oben am oberen Bildschirmrand entlang. Kann ich eigentlich auch Pause drücken? Genau, wir können uns auch den Game & Watch hier ein bisschen genauer angucken, was ich auch ganz cool finde. Sehr schön. Und bam. Yay. So, dann haben wir... Marv, schon der vorletzte Charakter, der uns noch fehlt, mit diesen Farben hier. Der weiß, sieht ziemlich cool aus, aber ich nehme mal den normalen. Sonst, seine Stage war, glaube ich, auch eigentlich ganz in Ordnung. Die von Roy war dann nochmal ein bisschen schwieriger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die von Roy war zwar auch nicht groß, aber halt nicht ganz so einfach. Aber sehen wir dann schon noch. Die will ich am besten als letztes wahrscheinlich holen. Obwohl andererseits, Marv kann ja eigentlich schon recht hoch springen. Ich kann mal kurz versuchen, ob ich mir die vielleicht auch schon so holen kann. Ja, okay, das war das war eher nichts, aber ich glaube trotzdem, dass es geht. Ja doch, genau, das wird funktionieren. Nämlich wieder mal mit der seitlichen Spezialattacke. Mit dem Klingentanz oder wie auch immer die Attacke hier in Smash Bros. Heißt.
Weil dadurch kann er nämlich auch ein bisschen länger noch in der Luft bleiben als normalerweise. Und dann auch noch eventuell sich dann die Zielscheibe da unten holen. Ich will es nochmal kurz austesten. Moment. So. Ja, geh wieder hoch. Okay, ja, es klappt schon. Ich muss nur treffen, okay? Und wieder hoch, genau. Also an sich kann man diese Zielscheibe als letztes holen. Das ist auf jeden Fall schon am klügsten, würde ich eigentlich sagen. Muss man aber nicht, da man sich eben dann auch noch so nach oben wieder retten kann. Okay, finde ich ganz cool. Und bam, hätte ich getroffen leider. Schade. Okay, aber 5 fehlen uns noch und die letzten dürften uns eigentlich jetzt hoffentlich keine so großen Probleme mehr bereiten, würde ich mal schätzen. Bin ich hier sicher? Ja, bin ich. Okay. Und darf ich jetzt dann gleich mich einfach durchducken? Wahrscheinlich. Ducken? Ich bin doch hier sicher, oder wenn ich mich ducke, oder? Bin ich ja. Mal kurz dich. Nein! Nein, rette dich, Marv! Nein, nein, nein! Mann, ey, das war jetzt auch irgendwie ein bisschen erbärmlich. Also komm, jetzt so schwierig ist die Stage auch wieder nicht von ihnen, dass ich jetzt hier schon zweimal fehle, das ist schon auch irgendwie ein bisschen bitter, ehrlich gesagt. Also jetzt würde ich es dann schon ganz gerne eigentlich hinkriegen. So, ich mach's wieder aber hier stylisch. So, oder was ist stylisch? Ich mach halt die nicht als letztes, sondern halt schon als... als viertes war das jetzt, glaube ich. Und die da oben habe ich gerade durch die Plattform hindurch zerschlagen können, weil das Schwert von Marv, das Weichhorn, anscheinend eine ziemlich coole Reichweite hat. So. Ducken, ducken, ducken. So, jetzt war es dick. Zerschlagen und ducken. Ja, sehr gut. Und. Bam! Yay! Und sogar ein neuer Rekord noch zum Ende hin. Sehr schön. Gut. Und dann als letztes noch. Roy. Mit diesen coolen Farben hier. Genau, der goldene hier sieht auch ziemlich schick aus. Aber ich nehme trotzdem den normalen. Habe ich sogar in 12 Sekunden geschafft. Das ist sogar mein absoluter Rekord hier. Weil, wie gesagt, die ist nicht groß, diese Stage hier, aber nicht so ganz einfach. Wir haben ja auch wieder mal Plattformen oder halt Zielscheiben, wo man eigentlich gar nicht rankommen kann. Aber wir haben ja einen Schwertkämpfer mit einer hohen Reichweite. Ich lade es mal komplett auf. Bam! Das ist auch eine coole Attacke. Wir haben auch sehen können, dass man da selber Schaden nimmt sogar. Achtmal auf die Prozentanzeige. Bam. Dann nimmt man selber, wenn sie komplett aufgeladen ist, 10% Schaden. Macht aber, glaube ich, beim Gegner hier noch in Melee 50 Schaden, wenn mich nicht alles täuscht. Und kann auch mega weit weghauen. Okay, sehr schön. Und kann auch mega weit weghauen, deswegen, das ist echt eine ziemlich, ziemlich coole... Na, aufpassen. Eine ziemlich, ziemlich coole Attacke auf jeden Fall. So. Genau, jetzt muss ich dann gleich hier nämlich so nach unten fallen und dort jetzt die ganzen Zielscheiben dann mitnehmen. Ja, okay, ich versuch's mal. Nein, das war schon mal schlecht. Oh nee, das war schlecht. Okay, das war gar nichts. Aber wie gesagt, das ist auch überhaupt nicht einfach, finde ich, dort jetzt dann von oben nach links unten runterzufallen und da links unten dann auf der Plattform sicher zu landen und eben noch im Flug die ganzen anderen Zielscheiben mitzunehmen. Ich meine, ich könnte auch jetzt zuerst nach links springen und schon mal die Plattform da links mitnehmen, aber da komme ich eh nicht so leicht drüber, weil ich dann nämlich zwischen diesen Propellerdingern hindurchspringen müsste. Deswegen an sich, den Weg, den ich hier entlang gehe, das ist, glaube ich, schon der leichteste. Und deswegen, das ist echt nicht so einfach hier. So, okay. Gut, erstmal wieder hier nach oben dann. Alles klar. So, erstmal gleich wieder die alle mitnehmen. So irgendwie. So, und dich. Und dann rüber. Landet, nein! Na, so knapp. Das wäre es fast gewesen. Das wäre fast gewesen. Ja, okay, vielleicht soll ich auch bei ihm wieder den Klingentanz in der Luft einsetzen. Ähnlich wie auch schon gerade eben bei Marv, weil ich eben dann wieder etwas länger in der Luft bleiben kann. So, ja genau, das habe ich ja hier auch schon gemacht und das klappt eigentlich wunderbar. Deswegen werde ich dann auf jeden Fall gleich auch nochmal machen. Moment, ich will hier nach oben. So, okay. Gut, dich noch so und jetzt gleich wieder schön den Klingentanz einsetzen. Zack. Und zack. Ja, das ist ja viel besser. Okay, alles klar. Gut. Damit hätten wir hier Break the Targets mit allen Charakteren gespielt und auch mit allen Charakteren geschafft. Und wir haben alle Stages von denen gesehen. Also, wie gesagt, ist echt ein richtig cooler Modus. Und ich finde es deswegen sehr, sehr schade, dass er eben den neueren Teil nicht mehr so zurückgekehrt ist. Ich meine, im Brawl gab es zwar auch zerstörte die Zielscheiben, aber da gab es eben nur 5 Stages insgesamt für alle Charaktere. Und es gab halt nicht für jeden Charakter einzeln eine Stage, sondern halt 5 insgesamt, die alle Charaktere spielen konnten. Und das war irgendwie ein bisschen blöd. Und in Smash 4 gibt es ja gar keinen zerstörte die Zielscheiben mehr. Da wurde ja irgendwie zerstörte die Zielscheiben und dann der Home Run Contest so ein bisschen miteinander gemixt irgendwie. Das ist ganz seltsam. Auf jeden Fall, ich würde mir wieder zurückwünschen, dass das wiederkommt in einem neuen Smash-Teil. Für alle Charaktere eine eigens konzipierte Stage, weil das ist echt cool, da man da eben dann schön auch die Fähigkeiten von den ganzen Charakteren nochmal weiter lernen kann und neue Dinge über, oder halt neue Dinge über sie lernen kann. Deswegen, das finde ich echt cool und würde mir echt wünschen, dass es nochmal später dann zurückkehrt. Aber okay. Ich meine, sogar im ersten Teil, in Smash 64, gab es ja sogar auch, da gab es sogar noch zusätzliche Springer auf die Plattformen, was auch ein total cooler Modus war, wie ich finde. Da man da eben dann die Jump-Run-Skills quasi von den Charakteren etwas mehr lernen konnte. Aber der ist gar nicht mehr zurückgekehrt, nicht mal ansatzweise. Deswegen, das finde ich schon schade. Also ich würde mir echt wünschen, dass hier Break the Targets dann im neuen Smash-Teil wieder zurückkehrt, für jeden Charakter eine eigens konzipierte Stage und aber Springer auf die Plattformen auch, weil das war auch echt ein cooler Modus, den sie echt mal wieder einbauen könnten, wie ich finde. Aber gut. Ich würde dann auf jeden Fall erstmal sagen, Leute, das war's dann hier auf diesem Part von Let's Play Super Smash Bros. Melee. Beim nächsten Mal geht's dann wieder mal weiter mit den Missionen. Ja, in jedem zweiten Part gibt's Missionen, beim nächsten Mal dann auch wieder. Da geht's dann los mit Missionen 34
30 eben. Und mal gucken, wie weit wir dann kommen werden. Vielleicht bis Mission 40 oder so. Aber wie gesagt, ab jetzt werden die Missionen sehr viel schwieriger. Und ich werde für die meisten Missionen auch wirklich dann mehrere Versuche brauchen, um die mal dann zu schaffen. Deswegen, dass wir jetzt dann in jedem Part immer 10 Missionen oder noch mehr schaffen. Ich glaube, die Zeiten sind jetzt vorbei. Wir müssen uns dann eher darauf einstellen, dass wir immer so vielleicht 6, 7 Missionen in einem Part schaffen. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal schon noch sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.